Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Es ist mal wieder Zeit, euch ein neues 100 Produkte in 2 Monaten zu drehen. Das geht ja immer von 20. zu 20. Also war jetzt vom 20. September bis 20. November. Und ich möchte euch vorab sagen, was ich jetzt in dem letzten in meiner letzten Beautybox alles aufgebraucht bekommen habe. Und was ich denn sozusagen ersetzen musste. Also geschafft habe ich von September bis November ein Shampoo, 3 Spülungen, eine Gesichtsreinigung, also entweder Waschgel, Reinigungsschaum oder so. Dann 16 Masken, 5 Duschgele, eine Seife, 2 Deos, eine Bodylotion und 2 Handcremes. Also das alles ersetze ich jetzt durch neue Produkte sozusagen. Ich habe etliches da, also überall ein bisschen was verteilt. Und da habe ich mir jetzt ein paar neue Produkte rausgesucht. Ich möchte euch jetzt dann die Beautybox wieder vorstellen. Mit den alten Produkten, aber auch den neuen Produkten. Wieder nach Kategorien und falls ihr Lust habt, bleibt gern dran und ich würde sagen, wir legen los, weil es wirklich eine Menge ist, die hier rumsteht, wenn ich jetzt wieder so gucke. Ein anderer Drehort auf jeden Fall, möchte ich jetzt mal so ausprobieren und ja. Anfangen tue ich mit der großen Kiste, also mit Shampoo fangen wir an. Da stelle ich euch die jetzt vor. Also da habe ich reingenommen von Isana hier das Blütenkraft Shampoo, Intensiv Shampoo ist das. Hatte ich ja auch schon im Projekt mit der Franzi und jetzt in meiner Beautybox drin. Ist auf jeden Fall noch gut was drin. Also ich sag mal so, mehr als die Hälfte. Dann von Vegan Hair Dessert hier das Shion Gochi Shampoo. Das ist ja für Vitalität, Glätte und Elastizität. Fände ich sehr, sehr gut und gibt es ja glaube ich so nicht mehr. Ging mal aus dem Sortiment bei Rossmann. Dann von Balea das Schönheitsgeheimnisse Shampoo. Hafermilch, das ist weiterhin mit drin. Dann ist weiterhin auch mit drin das von OGX, das Vanilla und Chai. Und da blinkt auch schon mein Akku. So, da bin ich wieder. Akku war jetzt leer, habe ich jetzt gewechselt. Wir waren stehen geblieben bei dem Shampoo von OGX, Vanilla und Chai Spice. Ist weiterhin mit drin, möchte ich auch brauchen. Dann neu mit reingenommen habe ich von Glisscur hier das Verführerisch Lang Shampoo. Das ist für langes, geschädigtes Haar und fettigen Ansatz. Genau, das möchte ich dann mehr benutzen, beziehungsweise eigentlich auch versuchen aufzubrauchen. Ich teste mich da halt immer durch den Dreienden durch und was halt leer wird, wird leer und das, was leer wird, wird dann halt wieder ersetzt. Dann habe ich ja 5 Spülungen mit drin. Da sind jetzt noch über 2 Stück. Einmal die hier von Schauma, die 7-Blütenöl-Repair-Spülung für trockenes und erschöpftes Haar. Genau diese. Und dann noch die Intensivspülung von, oder Intensivpflegespülung von Isana. Die ist mit Honig und Vanille für strapaziertes und geschädigtes Haar. Dann habe ich neu mit reingenommen, einmal von Herbal Essences, hier diese Spülung goldenes Moringaöl. Finde ich sehr interessant, ist für Geschmeidigkeit. Dann auch von, oder eine Riesengröße mit 385 ml von Naturebox eine. Ich glaube, die habe ich mal so gekauft gehabt oder im Ausverkauf, keine Ahnung. Die ist mit Aprikosenöl für glänzendes, geschmeidiges und gepflegtes Haar. Genau. Und als 5. habe ich mir rausgesucht, hier von Herbal Essences noch eine, Dazzling Shine. Das ist eine Pflegespülung mit Limettenessenz und ja, für natürlich ein Glatt. Genau, die dann. Dann geht es weiter mit Haarmaske. Da sind weiterhin die drin von Isana, die Greenery. Für normales und trockenes Haar. Und von Garnier Wahre Schätze, die mit Argonöl. Die habe ich zwar schon ein bisschen benutzt, aber die ist noch relativ voll. Also gut, 3/4 voll oder so. Dann geht es weiter mit Gesicht. Da beginnen wir mit der Gesichtspflege. Da habe ich von Balea jetzt immer noch die von, also von Balea, die mit Avocado mit drin. Avocado und Honig. Und von Nivea die Essential Urban Skin Protect. Die ist auch noch mit drin. Genau. Ja. Die beiden.
Dann geht es weiter mit Gesichtsreinigung. Da habe ich mir ja zwei Produkte rausgesucht. Und weiterhin mit drin ist von Neutrogena hier das Skin Detox Reinigungsgel bzw. Reinigung und Maske. Und ja, ist noch so gut halb voll ungefähr. Ja, das möchte ich auch brauchen. Das geht auf jeden Fall leer jetzt in den 2 Monaten. Und was, denke ich mal, auch leer gehen wird, ist hier von Balea der milde Reinigungsschaum. Der ist auch schon fast ein bisschen über die Hälfte leer. Und ja, den dann. Und als Peeling ist weiterhin drin, hier von Balea, das Peeling-Gel. Für normale und Mischhaut mag ich sehr, sehr gerne und benutze ich aber allerdings nicht so oft. Genau. Dann geht es weiter mit Masken. Also das haben wir schon mal erledigt. Dann geht es weiter mit Masken. Da habe ich mir 40 Masken rausgesucht, wie letztes Mal halt auch. Weil ich möchte ja insgesamt 100 Produkte aufbrauchen sozusagen. Und ja, da habe ich mir jetzt 16 neue Masken rausgesucht, weil ich hatte ja 16 aufgebraucht. Und ich zeige euch die jetzt einfach mal so querbeet ein. Da haben wir einmal die Limited Edition von Shabens, die Kurkuma-Maske. Ja, ich gehe jetzt nicht alles direkt ein, das mache ich im Aufgebraucht-Video. Dann von Balea die Sorted Caramel. 2 Anwendungen. Dann 2 Anwendungen von Kneipp. Die Dead Sea Salt Macadamia Oil Maske und Peeling ist das. Hatte ich glaube ich mal vom Action. Dann die Vanilla Shai und Kürbismaske von Balea. 2 Anwendungen. Dann die Berlin Tuchmaske von Isana. Dann die Feed Your Skin Melon, also mit Wassermelonenextrakt Tuchmaske von Balea. Eine Salt House Totes Meer Tuchmaske Age Protect. Dann von Face Love, glaube ich, heißt das, oder? Ja, ich glaube von Face Love. Hier so eine Vampirmaske Blood Orange. Eine Hydro-G-Gesichtsmaske von Balea. Mit dem schwarzen Spitzendesign. Dann von Balea noch eine Tuchmaske Flick Kick. Das ist die mit Arnika und Kamillenextrakt. Dann die Sweet Macarons Maske von Balea. Eine Tuchmaske von Micha in der Pearl-Variante. Dann kommen jetzt alle die Masken, die ich denn immer noch weiterhin mit drin habe. Von Shabens die Orient Maske. Blendet ein bisschen. Dann von Dr. van der Hoek hier diese Bubblegum Maske. Dann die Maske Pearl and Glow von Balea. Ich hoffe, man kann das erkennen. Dann von Be Routine hier die Holographic Crememaske. Feuchtigkeitsmaske, 2 Anwendungen von Cardia Vera. Die Coconut Cream Maske von Montagne Jeunesse. Die Schokomaske von Shabens. Die Beauty Effect Tuchmaske von Balea. Die Kapselmaske, Apple Pie Maske von Isana. Oder Isana Young, besser gesagt. Dann die Flower Power Tuchmaske von Isana. Die Tuchmaske Be Cute von Balea. Von The Beauty Mask Company, Girls, also Hashtag Girls Night. Von, was ist das? Garden Love, glaube ich. Ja, die vitalisierende Maske mit Blaubeere. Dann von Balea die Tuchmaske Blütentraum. Dann weiterhin die Kaktusmaske von Balea. Dann Tuchmaske von Montagne Jeunesse mit roter Tonerde. Die Facial Sheet Mask von Action mit dem Beinextrakt. Die Alverde Aqua Hydro Tuchmaske. Dann kommen noch 2. Einmal von Cardia Vera die Glow Honey Tuchmaske. So, ich hoffe, man kann es erkennen. Und von Neutrogena die Illuminating Boost Tuchmaske. Genau.
Die sind jetzt alle damit drin. Die möchte ich dann halt versuchen aufzubrauchen, beziehungsweise den Großteil halt aufzubrauchen von und dann immer wieder, wie gesagt, durch neue zu ersetzen. Ja, ich mag Masken sehr, sehr gerne, deswegen habe ich auch so viel reingenommen. Und ich würde sagen, ich mache hier einen kurzen Cut und stelle mir neue Produkte hin. So, weiter geht's auf jeden Fall mit Duschgel bzw. Duschpeeling. So, also so eine große Kiste. Duschpeeling habe ich weiterhin drin, das von Balearman. Das habe ich noch gar nicht benutzt, weil ich auch anderes noch einen angebraucht habe, deswegen weiterhin das. Dann als Duschgel von Palmolive Gourmet, hier das Coconut Joy. Das ist neu mit drin. So sieht das aus. Dann von Far Cream and Oil dieses Duschgel mit Mandelöl und Magnolienduft. Dann habe ich mal ein großes mit reingenommen von Trackimmune. Das Warm Cinnamon Nights. Das passt ja jetzt perfekt dann zur Winter- bzw. Weihnachtszeit. Dann auch neu mit drin ist von Creme 21 hier die Duschcreme Sonnenhunger mit Schalotte und Honig. Und von Isana neu mit drin hier die Creme Dusche Lovely Winter mit lieblichen Vanille- und Tabakblütenduft. Ja, ich habe jetzt auch geguckt, dass ein bisschen winterliche mit bei sind. Und die vorher schon dabei waren, sind von Palmolive Naturals. Nee, Palmolive einfach nur mein Glücksgefühl. Dann von Balea das Duschgel Totes Meersalz. So. Isana Duschgel Mohnblume. Das gefällt mir auch richtig gut. Dann Balea Dusche und Shampoo Dream Big. Und als letztes von Bilou das Duschgel Tropical Kiwi. Genau. Diese 10 Duschgele möchte ich dann halt jetzt denn mehr verwenden, beziehungsweise auch was aufbrauchen, dass ich vielleicht wieder nächstes Mal 5 neue dazu dann nehmen kann oder so. Mal schauen. Dann geht's weiter, ich guck mal kurz, mit Parfüm. Da habe ich immer noch drin von Essence. Ich hoffe, man kann es erkennen, genau. Das Like a New Love, das ist ja ungefähr halb voll noch, das möchte ich dann aufbrauchen. Ich habe es jetzt einfach mit reingenommen und von Essence dieses hier, das mit dem Kleeblatt, auch noch mit drin. Genau, dann geht es weiter mit Seife. Da habe ich mir 3 herausgesucht und eine hatte ich geschafft, beziehungsweise 2 sind jetzt in Anwendung. Einmal die Schaumseife hier von Balea, Desert Sun. Auch in Anwendung ist hier von Isana, die mit dem Kaktus, Knödel mich. Genau. Und neu mit rein nehme ich dann die Isana Handseife Soft Blossom. Die hat mich sehr angesprochen, deswegen wollte ich diese mal testen. Wenn halt eine von den anderen dann leer ist. Genau. Dann geht es weiter mit Badezusätzen. Ich muss dazu sagen, ich habe keinen Badezusatz aufgebraucht, weil ich bis jetzt noch nicht baden durfte. Man hat ja nach der Geburt des Kindes ein Wochenbett sozusagen und da darf man halt nicht so wirklich baden und deswegen sind alle Badezusätze noch nicht benutzt worden beziehungsweise immer noch weiterhin drin. Das zeigt ihr euch jetzt trotzdem dann mal. Also von Tee bei Tetisept hier funkelnde Badeperlen, dann Badesalz von Balea Warm and Cozy. Dann geht es weiter mit Isana Glücksgefühl, Bilou schäumendes Badesalz Frosty Mint, passt jetzt eigentlich auch gut zum Winter, Dresdner Scent Oriental Violet, Tetisept Sinnesalz Paradiesgarten oder Garten, Paradiesgarten so, dann Cremebad von Isana. Dann von Teba Tetisept Schauminsel, Schaumprinzessin von Teba Tetisept und noch ein Pflegebad von Isana mit Orange. Genau, diese 10 Stück. Vielleicht habe ich jetzt denn mehr die Chance, dann baden zu gehen. Ich denke schon. Und da wird dann ein bisschen was aufgebraucht von. Dann geht es weiter mit Deo. Da hatte ich mir ja auch 5 rausgesucht.
Oh, beziehungsweise drei neue. Ne, zwei neue. Zwei hatte ich aufgebraucht. Ihr werdet auch einiges noch in Aufgebrauch-Video sehen aus dem Projekt jetzt, was ich jetzt den Monat November aufgebraucht habe. Und ja. Weiterhin mit drin ist von CD das Blütenmeer Deo. Dann von Far dieses Fresh and Free mit Gurke und Melone. Das riecht richtig gut und ist noch so viertelvoll ungefähr. Und weiterhin auch das Playboy Play It Lovely. Genau. Und neu mit reingenommen habe ich von Balea das White Gloss. Dieses. Und dieses Sense of Magic. Das ist ja relativ neu. Dieses hier mit Beeren und Vanillenduft. Genau. Diese fünf Stück. Dann haben wir jetzt noch ein bisschen was. Also so Handcreme, Fußcreme und Bodylotion. Dann war es das auch schon. Als erstes beginnen wir mit Bodylotion. Fünf Stück, da habe ich eine von aufgebraucht bekommen und deswegen kam dann halt nur eine neu dazu. Und zwar neu dazu gekommen ist diese hier von Eos. Das gab, da gab es mal zwei Stück von bei DM zu kaufen. Dies hier ist mit Berry Blossom, also mit Granatapfelextrakt, Shea Butter und Avocadoöl. Fand ich sehr ansprechend jetzt zu der Jahreszeit, deswegen kam das mit rein. Und weiterhin mit drin sind jetzt diese folgenden Produkte. Duschdass, dieses hier, ich fühle mich verwöhnt mit Orange- und Jasminduft. Dann von Tracalmoon hier das Sugar... Nein, das Grapefruit Sunrise. So. Ich brauche nicht alles vorlesen. Dann von Nivea Berry Charming. Aus der Mix Me Reihe. Und von Isana hier die Make Me Mango Body Butter. Die mag ich auch sehr, sehr gerne. Die ist auf jeden Fall nicht so dick, wie ich gedacht hätte. Deswegen super Produkt. Dann 5 Handcremes. Davon habe ich, Moment, 2 aufgebraucht bekommen, genau. Weiterhin mit drin ist die Isana Handlotion als Pumpspender. Dann die Aroma Handcreme Pfirsich und Vanille von Balea. Ich denke, die wird auch in der Zeit dann leer gehen. Genauso wie die Kamillen Handcreme von Balea, weil da ist jeweils nur noch so circa die Hälfte drin. Neu dazu sind gekommen von Tracalmoon hier die Litchi Handcreme. Davon habe ich auch noch paar Sorten da, deswegen möchte ich die halt aufbrauchen. Und von Rituals, mal aus dem Adventskalender, hier diese hier. Das ist die Ritual of Ayurveda mit Indian Rose und Sweet Almond Oil. Genau, den Duft mag ich sehr, sehr gerne. Die und die weiße, also Sakura mag ich sehr, sehr gerne. Andere Sorten habe ich jetzt noch nicht so groß ausprobiert, aber die finde ich super. Und als letztes habe ich mir 2 Fußcremes rausgesucht und da sind weiterhin die Fußcremes mit bei. Einmal von Care Med, hier diese mit Granatapfel. Diese. Und von Balea die Fußbutter Lovely. Genau. Gucken. Ja, jetzt stellt es scharf. Genau, die sind weiterhin mit drin. Wie gesagt, ihr werdet immer in den Aufgebraucht-Videos sehen, was ich davon aufgebraucht habe und was nicht. Und in 2 Monaten, also zum 20. Januar, drehe ich wieder ein neues Video, wieder neue Produkte, die dann mit reinkommen und halt auch alte Produkte, die ich nicht geschafft habe. Genau. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!